Bayern und Hessen, die Landtagswahlen werfen ihre Schatten voraus. Darüber werden wir uns unterhalten mit dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der AfD in Hessen, dem ehemaligen Polizeibeamten, jetzt Politiker Dirk Karpf. Herzlich willkommen bei Heller Meinung. Ja, ich wünsche Ihnen einen guten Tag, Herr Weber, und grüße die Zuschauer. Hallo. Sie haben jetzt nach den neuesten Wahlumfragen, liegt die CDU bei 29, die SPD 19, Grüne 18, AfD 16,5, FDP immer noch 5,6, Freie Wähler und Linke und sonstige. Also Freie Wähler würden nicht in den Landtag kommen, FDP kratzt so irgendwo an der Grenze. Jetzt haben wir innerhalb der SPD eine Spitzenkandidatin, Frau Faeser. Jetzt haben wir vernommen, Frau Faeser hat ja dann revidiert, Frau Faeser will Wahlrecht für Flüchtlinge, und zwar, wenn die länger als 6 Monate im Land sind. Es handelte sich hier um einen Fehler, wie sie sagte, oder war das gedanklich voraussehender Gehorsam? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch sehr verwundert über die Begründung. Ich habe sie dann gestern gelesen, dass es angeblich ein redaktioneller Fehler gewesen sei. Also redaktionelle Fehler können natürlich immer passieren. Das ist selbst mir auch jetzt auch im Wahlkampf passiert, bei einem Wahlprüfstein zum Beispiel. Aber das sind minimale Fehler. Ein so großer inhaltlicher Fehler, da muss man schon deutliche Zweifel haben, dass es sich um einen redaktionellen Fehler handelt. Man rudert hier einfach zurück, weil man meiner Meinung nach gemerkt hat, dass es einfach eine völlig überzogene Forderung war, insbesondere im Wahlkampf, die nicht gut ankommt. Und deshalb versucht man hier irgendwie seitens der SPD die Kuh vom Eis zu bekommen. Wir erleben die Bilder in Lampedusa. Frau Faeser hat jetzt wieder gesagt, sie würde wieder Flüchtlinge aus Italien aufnehmen. Wir haben am 8.9. die Information bekommen, 3,3 Millionen Geflüchtete leben in Deutschland. Wir erleben, dass die Bundespolizei die Grenzen nicht entsprechend sichern kann. Wir erleben in Bayern Aktionismus, eine Obergrenze von 200.000 Geflüchteten im Jahr. Eine Großstadt beginnt bei 100.000. Was sagen Sie als ehemaliger Polizeibeamter, wenn Sie das sehen? Wir haben bis zum 31.08. 200.000 Asylanträge. Die illegalen Einreisen sind damit nicht mitgerechnet. Aber was sehen Sie, sagen Sie als Polizeibeamter, und wo glauben Sie, könnte man da Abhilfe schaffen? Nun, es ist ja eine Entwicklung, die schon einen sehr, sehr langen Anlauf genommen hat. Wenn man, Sie haben das Stichwort Lampedusa genannt, wenn man sich mit Lampedusa beschäftigt, dann kann man ja schon sehr weit zurückgehen. Und zunächst einmal wurde das ja auch von der Europäischen Union und auch von den Nachbarländern Italiens eigentlich gar nicht so ernst genommen. Beziehungsweise man hat die Italiener ja lange Zeit auch im Stich gelassen, was Lampedusa betrifft. Und es hat ja spätestens seit 2015 eine unheimlich dynamische Entwicklung gegeben. Ja, also ich als Polizeibeamter habe das schon ein bisschen eher gemerkt auf der Dienststelle, wo ich damals gearbeitet habe, weil wir haben auch schon vor 2015 des öfteren Mal, insbesondere auch in den Nachtschichten, große Gruppen an Menschen gehabt, die plötzlich bei uns vor der Wache gestanden haben und gesagt haben, dass sie neu wären. Und dann ist man in die Bearbeitung gegangen. Es ist ein Thema, was viel zu lange seitens der Politik ignoriert wurde und auch nicht vernünftig und sachlich in der Öffentlichkeit diskutiert wurde. Im Endeffekt ist es so, dass die AfD ihren Kopf dafür hingehalten hat, weil die AfD das Thema in die Gesellschaft getragen hat. Und ich bin immer der Meinung, dass man in einem demokratischen Staat über jedes Thema offen, ehrlich und sachlich sprechen sollte. Und man sollte auch niemanden dafür verurteilen, wenn er das versucht. Wir haben die Situation jetzt, wie sie ist, weil wir sie zugelassen haben. Aber es gab auch schon Innenminister, und da möchte ich das Stichwort Frau Faeser gerne nochmal aufgreifen. Es gab Innenminister, die schon vor längerer Zeit in weiser Voraussicht darauf hingewiesen haben, dass man eventuell in manchen Teilen der Welt Auffanglager gründen sollte, damit diese Situation, wie wir sie jetzt hier in Europa und insbesondere in Deutschland haben, eben erst gar nicht eintritt. Und das wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen, wenn man da vernünftig in Ruhe und sachlich drüber gesprochen hätte. Aber nein, man ist über diese Menschen auch damals schon hergefallen. Die Medien spielen da auch eine sehr große Rolle, und das ist falsch. Und deshalb haben wir die Situation, wie wir sie haben.
Und es ist natürlich auch eine unbefriedigende Situation für Kollegen, die in diesem Bereich arbeiten, insbesondere was 2015 alles passiert ist. Nun erleben wir hier an der bayerisch-österreichischen Grenze, wir hatten eine Reportage darüber, dass die Zuwanderung wirklich unkontrolliert ist. Und die Kollegen dienen letztlich nur noch als Shuttle-Service. Wir erleben das von Italien, wir erleben das in anderen Bereichen. Ist Dänemark ein Beispiel dafür, wie man es machen kann, dass man sagt, es gibt nur noch Sachleistung und wir überlegen hier die dänische Regierung, immerhin sozialistisch geführt, dass gesagt wird, wir überlegen uns, dass hier spezielle, in Anführungszeichen, Aufnahmestätten in anderen Regionen sich hier bilden sollen, um die Menschen gar nicht dazu zu motivieren, A, die Überfahrt in Kauf zu nehmen ins Mittelmeer und B, eventuell zu Fuß hier, was die Linie über Österreich angeht. Ja, es ist sicherlich grundsätzlich der richtige Weg. Und wenn man überlegt, dass ein Land wie Dänemark und es gibt ja auch andere skandinavische Länder, die jetzt über diesen Weg nachdenken oder ihn eingeschlagen haben, dann kann das nicht ganz verkehrt sein. Es ist ja auch für die Menschen an sich grundsätzlich besser, als wenn sie in Lebensgefahr irgendwie versuchen, nach Europa zu kommen und insbesondere übers Mittelmeer. Wir tun auch diesen Menschen, wenn man wirklich helfen will, ja keinen Gefallen, ja, dass wir sie diesem gefährlichen Weg aussetzen oder in die Hände von Schlepper geben. Wir weisen ja schon sehr lange darauf hin als AfD, dass wir Grenzkontrollen brauchen, dass wir gegen Schleuserkriminalität deutlicher vorgehen müssen. Aber es ist eben nun mal eine ganze Zeit lang nicht populär gewesen. Und deshalb hat sich auch die herrschende, die regierende Politik an dieses Thema einfach nicht rangetraut. Jetzt im Wahlkampf sehen wir, dass sich das wandelt. Wenn man überlegt, dass ein hessischer Ministerpräsident und Spitzenkandidat in Hessen plötzlich von Grenzschutz spricht, ja, oder dass auch Abschiebungen wieder deutlicher vorgenommen werden müssen, dann muss man sagen, oder zumindest hinterfragen, wie viel Ehrlichkeit ist dahinter, wenn diese Menschen doch sehr, sehr lange schon in Regierungsverantwortung sind. Aber Dänemark geht mit Sicherheit keinen komplett verkehrten Weg. Ob es der Königsweg ist, vermag ich jetzt noch nicht zu beurteilen. Aber es muss sich etwas tun. Das erkennt jeder Mensch, der auch nur mit einem bisschen Verstand an diese Problematik rangeht. Jetzt ist es kein Populismus, wenn wir sagen, die meisten Menschen kommen in unsere Sozialsysteme. Wir haben im Land und wir haben auf der Fläche, wir haben in Städten und auf der Fläche haben wir Probleme. Wir erleben das tagtäglich. Man schreibt uns an, Eltern haben um ihre Kinder Angst, Frauen haben Sorge. Wir haben das in Köln jetzt erlebt, in dem Freibad, dass da ein 13-jähriges Mädchen missbraucht worden ist von jungen Männern mit Migrationshintergrund, die sind dann nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen alle wieder freigelassen worden. Aber das Thema Abschiebung, ist es nicht reine Makulatur? Denn wie wollen Sie, wie den Zuschauern und viele Kollegen haben auch geschrieben, wie soll die Abschiebung funktionieren? Es kommen dieses Jahr wahrscheinlich 350.000, Leute zu uns, meist junge Männer, die in ihren Ländern oder die von ihren Ländern nie mehr zurückgenommen werden oder größtenteils nicht zurückgenommen werden. Wie soll die Abschiebung funktionieren? Es ist natürlich zunächst erstmal das, was jetzt in den letzten Jahren gelaufen ist, einfach nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das muss man sagen. Ja, also wenn wir eine Summe X haben an Menschen, die grundsätzlich rückgeführt werden müssten, und wir erreichen ein paar Prozentpunkte von dieser Zahl, dann kann man sagen, dass es einfach nicht funktioniert. Und es ist ja auch so, dass wesentlich mehr Menschen zu uns kommen aus unterschiedlichsten Gründen, die ja viel, viel, viel mehr sind als das, was wir momentan leisten können, zurückzugeben bzw. abzuschieben. Man muss einfach mit den Ländern, aus denen diese Menschen kommen, und ich rede jetzt ausdrücklich nicht von den Menschen, und es gibt ja ein paar von denen, die tatsächlich um Leib und Leben fürchten müssen. Aber es gibt eben viele, viele, viele andere, bei denen das nicht so ist. Auch für diese Menschen habe ich grundsätzlich Verständnis, weil jeder möchte ein besseres Leben haben. Aber jede Gesellschaft ist eben nun mal bedingt aufnahmefähig. Und wir haben unsere Grenzen schon erreicht bzw. überschritten. Dann kommt noch hinzu,
dass Teile dieser Menschen eben sich hier nicht benehmen. Das heißt, dass sie Straftaten begehen und, und. Und man muss sich nicht wundern, dass eine Gesellschaft, ein Land sich verändert und dass sich auch die Sicherheitsstruktur in einem Land verändert, wenn viele Menschen in kurzer Zeit plötzlich dazustoßen zu dieser Gesellschaft, die vielleicht aus einer Sozialisation kommen, die eher von Gewalt geprägt war oder aus patriarchalischen Systemen und, und. Das birgt natürlich Probleme und auch darüber muss man einfach sachlich sprechen können. Und das ist das große Problem, was wir in unserem Land haben. Wir schaffen es einfach nicht, in einen vernünftigen Dialog zu treten und gemeinsam über vernünftige Lösungen nachzudenken. Der vernünftige Dialog müsste natürlich auch beinhalten, dass diejenigen, die letztlich für die Situation verantwortlich sind, nämlich jetzt, ob das Schwarz-Grün ist oder ob das FDP mit ist oder ob das die Roten, die SPD ist, spielt ja keine Rolle. Auch die Freien Wählern oder die CDU, CSU, die müssten natürlich auch dann ihre Fehler bekennen. Bloß haben Sie den Eindruck, dass diese Bereitschaft da ist, um zu sagen, wir haben das falsch gemacht? Also den Eindruck habe ich überhaupt nicht, weil wenn man über diese Themen spricht, dann kommt immer sofort eine Blockadehaltung. Man wird in die Ecke gedrängt, das geht den Leuten draußen ja auch so. Wie oft hört man, dass Menschen sagen, ja, man traut sich ja gar nicht so richtig über diese Themen zu sprechen. Und seitens der anderen Parteien, insbesondere der, die auch in Regierungsverantwortung momentan in Berlin sind, möchte man sich mit diesem ungeliebten Thema einfach irgendwie nicht beschäftigen. Man blendet es einfach aus und es funktioniert aber nicht mehr, dieses Ausblenden. Man müsste jetzt ganz klar Maßnahmen ergreifen. Man müsste auch mit den Staatschefs und mit den Ländern reden, wo diese Leute herkommen. Ja, man muss den Leuten auch ganz klar sagen, dass sie eine Verpflichtung haben, ihre Staatsangehörigen zurückzunehmen. Und wenn dieser Verpflichtung nicht nachgekommen wird, dann muss man eben überlegen, welche Maßnahmen man ergreifen kann, dass dieser Verpflichtung nachgekommen wird. Und natürlich sollte man auch versuchen, für jeden Menschen ein lebenswertes Leben zu schaffen, auch in diesen Ländern. Aber dazu sind nicht wir in erster Linie verantwortlich. Wir sind dafür verantwortlich, für die Menschen, die in unserem Land leben, zu sorgen, zunächst einmal. Und natürlich, ja, kann man darüber hinaus versuchen, anderen zu helfen. Das ist auch, da ist auch überhaupt nichts gegen einzuwenden. Das ist menschlich, das ist vernünftig. Aber wir werden ja nicht mehr Herr im eigenen Haus. Wir schaffen es ja nicht mehr, für unsere Gesellschaft hier vernünftig zu sorgen. Die Probleme in unserem Land sind so groß, ob es Energie ist, ob es Bildung ist, ob es Gesundheit ist, ob es Sicherheit ist, ob es das große Thema Migration ist. Wir müssen einfach anfangen, die Ärmel hochzukrempeln, vernünftig miteinander zu reden und die besten Lösungen suchen, so wie andere Länder. Da zum Beispiel Dänemark es eben auch machen. Lassen Sie mich zurück zur Frau Faeser kommen und die nun hier Untersuchungsausschuss Berlin, Thema BSI-Chef, also Cyberabwehr, der Herr Schönborn. Frau Faeser hat Herrn Schönborn, den Chef der Cyberabwehr, seinerzeit entlassen. Sie ist vom Untersuchungsausschuss und sie sagte in einem Interview, das über die Sender ging, der mediale Druck war so stark seitens Bild-Zeitung, seitens ZDF, dass sie nicht anders handeln konnte. Das heißt also, wenn zukünftig die Bild-Zeitung oder RTL oder die Tagesschau über etwas berichtet und man merkt, das Ganze potenziert sich aufgrund des Berichtes, dann hat ein Politiker, sieht es als legitim an, da sagt, da muss ich den Beamten, den in dem Fall einen sehr hochrangigen Beamten, den kann ich letztlich seines Amtes entheben oder suspendieren, wie in dem Fall. Wenn das Schule macht, wie geht es dann weiter? Also ich muss sagen, wenn wir in unserem Land und in unserer Gesellschaft und in der Politik da angekommen sind, dass man Entscheidungen nur noch aufgrund von medialen Drucks, seien sie richtig oder falsch, insbesondere wenn sie falsch sind, treffen, dann kann ich nur sagen, sind wir an einem ganz, ganz schlimmen Punkt in unserem Land angekommen.
Es kann doch nicht sein, dass natürlich, ich verstehe ja schon, dass es einen gewissen medialen Druck gibt. Und die Causa Schönbohm hat ja gezeigt, dass es funktioniert. Frau Faeser hat einfach viel zu wenig Rückgrat in diesem Moment bewiesen und hat ihren Kopf präventiv aus der Schlinge ziehen wollen. Im Übrigen ist das nicht der einzige Fall. Das war ja damals hier in Hessen auch so, als es um die Auflösung des SEKs Frankfurts ging. Da habe ich auch den Eindruck gehabt, dass aufgrund des Drucks dieser ganzen Chatgruppen-Problematiken, die im Vorfeld schon waren, und jetzt ist das mit dem SEK nochmal hochgekommen, dass hier unser Innenminister, der oftmals zu Unrecht meiner Meinung nach angegriffen wird, weil man muss auch immer fair miteinander umgehen, aber in diesem Punkt präventiv den Kopf aus der Schlinge ziehen wollte. Und an diesem Punkt, wenn wir an diesem Punkt angelangt sind, dann weiß ich nicht mehr, wie wir uns noch helfen sollen. Das darf überhaupt nicht sein. Ja, es muss immer auf Tatsachen beruhen, solche Entscheidungen. Ja, und nur aufgrund von medialem Druck zu handeln und dann auch noch falsch zu handeln, das ist für mich ein unvorstellbar schlimmer Umgang mit Menschen. Und ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen und ich verurteile das auch ganz, ganz deutlich. Sie sagten eben, dass der hessische Innenminister Beuth oft zu Unrecht hier verurteilt oder angegriffen wird. Dem einzelnen SEK-Beamten in unserer letzten Sendung nützt es aber relativ wenig, der vom Dienst, der praktisch geächtet ist, der seine Position verloren hat, der sich für dieses Land eingesetzt hat. Der Innenminister ist geblieben. Frau Faeser ist weiterhin ihres Amtes, selbst wenn sie nicht, wenn sie nicht die Wahl als Ministerpräsidentin, so wie es ausschaut, in Hessen gewinnen sollte. Sie wird ihr Amt als Innenministerin behalten. Herr Schönbohm ist entlassen worden. Die Regierungsbehörden oder das Innenministerium ist nach Frau Faeser ausgerichtet. Dem Einzelnen nützt es relativ wenig, wenn man sagt jetzt, naja gut, das war jetzt mal ein Fehler. Der Einzelne muss teuer für den Fehler bezahlen. Aber ob das jetzt ein Innenminister in Hessen ist oder eine Bundesinnenministerin, für ihre Fehler müssen sie nicht bezahlen, hat man den Eindruck. Ja, das ist etwas, was so ein bisschen ins Bild unserer heutigen Gesellschaft meiner Meinung nach passt. Es wird keinerlei Verantwortung mehr übernommen in der Politik. Das war eine Zeit lang mal in der Bundesrepublik anders. Mittlerweile ist es nicht so. Und wir haben jetzt hier meiner Meinung nach zwei deutliche, klare Fehler vorliegen. Einmal von der Bundesinnenministerin und einmal auch vom hessischen Innenminister. Vielleicht hängt es eben auch damit zusammen, was ich versucht habe zu erklären, dass vielleicht auch zu schnell, zu pauschal nach Rücktritt gerufen wird, auch in Sachverhalten, wenn man sich dann im Innenausschuss darüber unterhält, wo man ganz klar sagen muss, das ist völlig überzogen, das ist ein parteipolitisches Manöver, was vielleicht insbesondere auch in Wahlkampfzeiten gilt. Aber ich muss sagen, wenn man so mit Menschen umgeht, ja, wie es beim SEK passiert ist und wie es jetzt auch in der Causa Schönbohm passiert ist, dann ist eine Grenze überschritten. Und dann sollte auch ein politischer Verantwortungsträger sich mal hinsetzen und darüber nachdenken und entweder um Verzeihung bitten und es korrigieren und in Zukunft besser machen oder die Konsequenzen tragen und für seinen Fehler zurücktreten. Das ist ein Wort. Wie schaut es denn jetzt in Hessen aus? Was können Sie denn den potenziellen Wähler Ihrer Partei zurufen? Also ich kann Ihnen nur sagen, dass wir hier 5 Jahre lang wirklich größtenteils sehr gute Politik gemacht haben. Wir haben jedes Thema aufgegriffen, ganz nach dem Motto, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass man versuchen sollte, in einem demokratischen Staat offen, ehrlich und sachlich über jedes Thema zu sprechen. Es hat leider oftmals von den anderen Parteien an der inhaltlichen Auseinandersetzung mit uns gemangelt. Man hatte einfach immer sehr schnell die AfD mit einem Handstreich wegwischen wollen und hat keinerlei inhaltliche Auseinandersetzung mit uns stattfinden lassen, weil wir in vielen Bereichen, gerade bei den schwierigen, bei den wichtigen, bei den großen Themen, ja, Migration, Energie, Bildung, einfach die wesentlich vernünftigeren Ansichten haben. Und
völlig ideologiefrei vorgehen. Das ist etwas, was man momentan zumindest in Hessen nicht von jeder Partei sagen kann. Und wir werden diesen Weg natürlich weiter beschreiten. Wir hoffen natürlich auch auf ein gutes Wahlergebnis und sind dankbar für jede Stimme, die wir bekommen. Aber ich kann Ihnen nur eins sagen. Es gibt hier in Hessen und ich glaube auch in Deutschland nur eine Partei, die wirklich mit Herzblut daran arbeitet, dass das Maximum für die Menschen in unserem Land rausgeholt wird. Und damit meine ich alle Menschen, die hier mit uns zusammenleben, die sich hier einbringen, die friedlich hier mit uns zusammenleben wollen. Damit ist unsere Gesellschaft gemeint. Und wir haben eben diese großen Probleme. Und diese großen Probleme könnten noch gelöst werden. Aber irgendwann wird es wahrscheinlich nicht mehr lösbar sein, weil wenn man mal zum Beispiel sieht, dass wir eine große Wirtschaftsflucht auch mittlerweile haben, dass es Brandbriefe gibt von Verbänden, dass man die Deindustrialisierung, also auch in der Wirtschaft und in der Industrie ganz deutlich wahrnimmt und an die Politik geschrieben wird, dann muss doch irgendwann einmal bei jedem Politiker, egal welcher Partei er ist, muss doch mal ein Licht aufgehen und muss doch mal festgestellt werden, dass es so, wie es jetzt momentan läuft und wie es in den letzten Jahren, insbesondere im letzten Jahrzehnt gelaufen ist, einfach nicht weitergehen kann. Weil irgendwann haben wir nicht mehr nur ein Ausgabenproblem, was wir aktuell haben, sondern wir haben auch ein Einnahmenproblem. Und wenn wir an diesen Punkt gekommen sind, dann ist Politik auch aufgrund vielleicht dessen, dass der Haushalt nicht mehr so finanzstark ist, auch in ihren Möglichkeiten weiter eingeschränkt. Ja, und mit diesen Worten, liebe Zuschauer, lasse ich Sie alleine. Denken Sie nach, am 8. Oktober sind Wahlen in Bayern und in Hessen. Überlegen Sie bitte, in welchem Zustand dieses Land ist, wer dafür die Verantwortung trägt. Und da sind wir uns sicher, Sie werden verantwortungsbewusst handeln. Auf jeden Fall sollten Sie zur Wahl gehen, sonst überlassen Sie es anderen Menschen, für Sie mitzuentscheiden. Und das wäre nicht der richtige Weg. Herr Graf, ich bedanke mich für dieses Interview. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Und bleiben Sie wehrhaft. Ich bedanke mich auch und ich bedanke mich auch für das Schlusswort. Ich wollte auch sagen, liebe Zuschauer, gehen Sie bitte wählen und ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag. Vielen Dank.